So, und da sind wir wieder beim Bosskampf. Numero, weiß nicht wie viel, wir auch jetzt schon gestorben waren. Auf jeden Fall. Jetzt hat Spock schon wieder hingelegt. Wir können nicht wirklich ausweichen. Ach, verdammt, Mist. Aber ich richte auch nicht wirklich viel Schaden an, wenn ich auf den Typen hier feiere. Und Spock wird hier schon wieder platt gemacht. Oh, jetzt, haha, ausgewichen. Du kannst nicht, vorbei. Ja, Mensch, Spock, altes Haus. Steh doch mal auf hier. Hoch. Oh, und der hat Spock schon wieder in der Mache, oder was? Haha, so wirst du mich nicht bekommen. Ich bin zu schnell für dich. Too pro for you. Huh. Ja, immer mal so eine Runde rumjoggen um den Typen hier. Das ist echt anstrengend. Aber wir wissen ja jetzt ungefähr, wie wir ihn besiegen können. Indem wir nämlich diese Dinger aus der Hand schießen. Und da ist er mal ein Stückchen betäubt. Ah, jetzt hat er uns das Schild abgezogen. Mann. Aber jetzt haben wir es doch geschafft. Stirb, Gorn. Stirb. Thank you, sir. Mal gucken, was wir hier jetzt für eine Rasse entdecken. Außerirdischer? Nee. Hochentwickelte Gornfeind. Das ist wirklich fies. Ich empfange Zeichen toxischer Stimulantien. Da sollte man lieber nicht zu viel drin herumstochern. Es sei denn, man tut es mit einem sehr langen und stabilen Stock. Infizierte Vulkanier. Es reicht dieser Macht nicht, ihre Feinde lebensgefährlich zu verletzen. Sie hetzen sie auch noch gegen ihre eigenen Leute auf. Noch ein Grund, weshalb ich sicherstellen muss, dass sie möglichst weit von unserer Ecke des Universums wegbleibt. It is the same toxin we found in the fallen Vulcans, but they do not appear to be infected. They must be the host. You think? Wirte. Naja, ein bisschen Heilung ist ja immer gut. Können wir jetzt gebrauchen nach unserem harten Bosskampf, den wir jetzt hatten. So, wir müssen nochmal schauen, dass wir auch unsere Waffen und alles nochmal aufladen. Vielleicht treffen wir ja noch auf mehr Gorn. Nicht zu verwechseln mit Korn. Doppelgorn. Die Scanner ermitteln hier keine Feinde hinter den Ganzen. Oh, noch ein Scanner. Ach, Dekontaminierung. Okay. Ich bin nicht kontaminiert. Hoffe ich zumindest. Hm. Haben wir noch irgendwelche Waffen oder Tribbles? Was sind denn Tribbles? Ich kenne nur Cribbles, oder wie hießen die aus diesem Horrorfilm? Critters! Die Critters, genau. Die Critters kommen. Ich weiß gar nicht, ob das einer kennt von euch. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Genau, und deswegen müssen wir jetzt auch diese hier so schnell wie möglich erledigen. Hat er ein Schild gerade um sich rum gehabt? So, ich sehe hier keinen mehr. Ich hoffe, sie sind jetzt alle weg. Wow, wow, wow. Hier schießt doch noch einer irgendwo her. Wo bist du? Ah, da hinten. Ich mache hier auch noch platt. Ich bin James Tiberius Kirk. Du hast mir nichts entgegenzusetzen. Aber dafür haben wir jetzt auch noch eine Röntgenaufnahme von ihm. In den Forschungsdaten gleich mal nachschauen, was wir da wieder Neues gefunden haben. Initiat. Die vergleichsweise geringe Gehirngröße dieses Exemplars legt nahe, dass er weiter unten auf dem Totenpfahl der Gorn zu finden ist. Das war die höfliche Umschreibung für nicht gerade das hellste Kerlchen. Kanonenfutter wäre jedoch noch passender. Not appear to be answering, Captain. Shit. We gotta get that device back. Tamar, do you know where they went? Difficult to tell, but it appears that they are taking it towards the surface. We'll never catch them. Captain, if I restore power to the turbo lift, you may be able to intercept
do it. Machen Sie es so. Mit dem Turbolift fangen wir ihn ab. Und gucken nochmal. Den Verheerer haben wir gefunden noch. Aber sonst haben wir keine, oder? Müssen wir vielleicht nochmal ein, zwei scannen. Der Verheerer, eine fiese Projektilwaffe, die von der von mir Initiat genannten Klasse von Gorn-Soldaten benutzt wird. Das betäubende Sekundärfeuer dürfte gegen einen... Habe ich jetzt weggeklickt? Naja, wir wissen ja, es ist eine Projektilwaffe, die wir einsetzen können gegen die Gorn selbst. Und vielleicht können wir noch irgendwas scannen hier. Naja, Hauptsache Spock hat jetzt auch so einen Verheerer. Dann sind wir verheerend. Das verheerende Duo sind wir dann. Solange es nicht zum Bad Hair Day kommt. Oh nein, war der schlecht. Ich bin ja total verheert wieder. Ich muss mal zum Friseur. Das scannen wir nochmal ein bisschen hier rum. Betäubungsgranaten. Können wir eine Gruppe von Feinden außer Gefecht setzen? Naja, weiß nicht, ob das mit der Betäubung so toll ist. Am liebsten wären wir natürlich richtige Granaten, aber ich weiß nicht, ob wir auf einem Schiff der Sternflotte dann wirklich Granaten einsetzen sollten. Schwierig, denn wer will schon ein Loch in die Außenhülle reißen und ins Weltall hinausgesaugt werden? Enterprise, come in. Scotty, check off, respond. Sind die infiziert? Nein. Okay. Aber die fliegen schön. Perfekt. It's like it's just you and me, Spock. That seems to be the usual course. Das ist hier der sekundäre Feuermodus des Verheerers, okay. Da gefällt mir der erste aber schon besser. Bam, 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 sage ich nur. Erinnert mich so ein klein wenig an so ein Sarazar-Let's Play. Bam, 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 yeah, sterbt ihr Bastard. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt alle erwischt. Was ist das? Da passiert nichts. Kann ich das benutzen? Nee, kann ich auch nicht benutzen. Was mache ich damit? Was tut es? This way. Ich weiß nicht, was es macht. Was ist denn das? Ach, hier, aktivieren. Ach so, Deckungswände. Ah, okay. An den Kopf fassen, Facepalm. Naja, setzen wir mal unsere Mission fort. Die Wände brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Oh, noch mehr Gorn. Doppelgorn. Ah, der Verheerer gefällt mir schon ganz gut, aber hier das Sternflottengewehr ist auch nicht von schlechten Eltern. Das schießt ja richtig gut hintereinander weg. Jetzt fehlt nur noch so eine Plasmakanone, dann können wir sie richtig gut aufs Korn nehmen, die Gorn. Die nehmen wir aufs Korn. Schön in den Fuß reinschießen. Wenn er den Schwanz noch rausgucken lässt, dann schießen wir ihn in das kleine Schwänzchen, ins Ringelschwänzchen rein. Ja, Spock könnte ja auch mal die Arbeit hier erledigen für uns, aber der hat ja meistens bessere Sachen zu tun und rennt hinter uns her. Ah, und man kann diese Schilde, hinter denen sich die verstecken, auch deaktivieren. Da haben die natürlich keine Deckung mehr. Das ist natürlich super. Muss man vorher wissen. Naja, ich glaube, das muss man dann zweimal durchgespielt haben, dann hat man so den Dreh raus. Das kann man ja einmal auf leicht und einmal auf ganz schwer spielen, um so ein bisschen die Herausforderungen zu erhöhen. Aber ich glaube, ein Let's Play auf leicht, das reicht euch. Wenn ihr natürlich sagt, nein, wir müssten noch das Ganze nochmal auf hart sehen, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Und dann machen wir mal einen... hartes Let's Play von Star Trek. Ich dachte, ich könnte hier diese Schilder an der Ecke runterfahren, aber es hat leider nicht allzu viel gebracht hier. Hat nicht geklappt. Ist ja auch immer noch einer übrig meistens hier. Das ist ja anstrengend.
Wer lebt da noch? Ich habe genau was gehört. Da ist noch einer. Gibt's doch gar nicht. Wie hat er denn das überlebt? Ja, das wollte ich eigentlich machen, als sie sich dahinter versteckt haben, aber... hat leider nicht geklappt. Was haben wir hier noch, so ein Waffendingen zum Aufladen? Können wir gleich mal ein bisschen unsere Energie aufladen? Und was haben wir hier rechts für ein komisches Teil? Over here. Die Tür ist zu, oder? Aufstemmen können wir. Ah ja, was ist das? Das kann man scannen, okay. Scans picking something up. Neue Forschungsdaten. Was haben wir denn für neue Forschungsdaten? Gorn-Technologie. Irgendwie gefällt mir dieses kleine Gerät. Es wurde entwickelt, um sich in den Computer zu hacken, aber es nutzt nie zweimal dasselbe Programm. Es schreibt sich entsprechend seinem Ziel selbst um. Das macht es verteufelt schwer, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Weshalb ich nicht möchte, dass es der Enterprise zu nahe kommt. Na, das möchten wir natürlich alle nicht. Dass es der Enterprise zu nahe kommt. Wo ging es jetzt weiter? Ich habe schon wieder den Faden verloren. Nein, wo ist mein Faden? Hallo Kirk, ein Enterprise. Habt ihr meinen Faden gesehen? Oh, was haben wir denn hier? Ein schönes Fenster, aber es ist nicht wirklich irgendwas hier drin, oder? Was ist das denn? Eine Schule? Oder einen Speisesaal? Da ist nur wieder so ein Heilungsdings gewesen. Da kann man hier draußen vielleicht die Unterwasserpflanzen scannen. Sieht nicht so aus. Hier drin noch irgendwas? Nee. Das ist einfach nur ein Raum. Was ist das denn? Ein Pilz! Ein Vulkanierpilz. Die sehen so aus. Ah, hier liegen Gorn tot rum. Naja, stemmen wir mal die Tür auf. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Wir gucken, wo wir jetzt hier in was für einen Raum wir jetzt hier reinkommen. Oh. Jetzt bin ich doch fast glatt auf die falsche Taste gekommen. Es tut mir wahnsinnig leid. So, Tür aufstemmen natürlich. E drücken immer mal mehrmals. So, ja, stemme es auf, ihr starken Kerle. Vicky und die starken Kerle. Und da steht ein Verwirrter drin rum, der sich auch gerade selbst getoastet hat. Ja, es riecht nach einer Runde Jump'n'Run. Wir versuchen mal drauf zu springen, würde ich sagen. Ah, nee. Dann versuchen wir mal nicht drauf zu springen und gucken mal, was uns sonst noch dazu einfällt. Vielleicht können wir den Typ abschießen, bevor er hier diese Starkstromleitung... nee, geht auch nicht. Also es muss schon so sein. Ah, man kann sie hochfahren. Na, aber man muss trotzdem springen, stimmt's? Das gefällt mir gar nicht. Dass ich trotzdem springen muss. Ah, versuchen wir es mal. Das klar, hat doch ganz gut geklappt. Und man kann auch im Hängen diese Dinger hochfahren, das ist gut. Dann brauchen wir ja nicht immer irgendwie runter zu gehen oder sonst wohin zu klettern hier. Da hangeln wir uns jetzt galant den Weg hier entlang und hoffen mal, dass Spock uns entweder folgt oder nicht. Oder wir vielleicht den Strom irgendwo auf der anderen Seite abschalten können, das wäre natürlich noch besser. Where is he? We'll get him back. No, the Helios machine must be your top priority. Sirach would not have us save him, only to put the entire galaxy in danger. Tamar, what's the status of the device? They've nearly reached the surface. Damn it, we need to move faster. Man kommt nicht direkt von hier hin, man muss wahrscheinlich noch einen weiterspringen und dann sollte man auf die andere Seite kommen können. Wie du noch nie gesprungen bist. Und jetzt kann man es hier deaktivieren. Ah, und jetzt kann Spock hier durchrennen. Okay. Gut.
Im Koop können natürlich beide rüberklettern, dann müsste der andere das nicht deaktivieren, aber naja, vielleicht muss man ja nochmal durch auf dem Rückweg oder so. Kann ja durchaus möglich sein. Hier ist zu. Das Panel ist auch nicht aktiv. Captain, you have reached another unpowered door. Look around. Can you see any power cells? Where are we going to find another power cell? Perhaps we can retrieve a power cell from a functional socket. Functional Sight. Liegt da drin eine? Power Cell. Aber da steckt eine drin, wie es aussieht. Wie kommen wir da ran, wenn die Tür nicht geht? Captain, I think I see a power cell in that. Don't think we're getting in this way. Keypad's busted. Explodiert dieses Tastenfeld auch noch. Ist natürlich ganz schlecht. Ganz schlecht ist das. Nee, das hatte, glaube ich, nichts damit zu tun. Da waren wir ja hergekommen hier. Look up. Dort oben? Wo oben? Sehe nichts. Ach, wo bist du denn? Ach, da oben, oder was? Irgendwo hier oben, meint er doch dann. Ja, da ist ein Luftschacht. Na, da kommen wir doch locker. Locker durch. Denke ich mal. Versuchen wir es einfach. Räuberleiter. Na, bin ich ja mal gespannt. Die Räuberleiter. Naja, gut. Warum nicht? Man muss ja auch mal auf alte Methoden zurückgreifen, auch in modernen Zeiten. Nicht immer, weil alles, was alt ist, ist auch schlecht. Energiefassung, sonst noch irgendwas hier, was man mitnehmen könnte oder so. Ja, aufladen ein bisschen noch die Waffen und die Gesundheit, aber ich glaube, wir nehmen mal die Energiefassung lieber mit. Abgeschaltet. Stattgeürzt. Abgestürzt. Jetzt setz mal das große lange Ding in das kleine runde Loch. Doors open, let's get moving. Ah, so ein bisschen bei Dead Space haben sie schon gekupfert. Naja. Wir benutzen jetzt den Turbolift. Und ich denke mal, wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Let's Play. Also bis dahin, meine Freunde. Tschüss. Ja, ich weiß nicht, ob man sich das alles durchlesen sollte oder ob man lieber auf die Flucht konzentriert. Beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob der erst anfängt einzujagen, wenn man den das Ganze. What was that? Okay, das heißt, wir haben Slender schon auf uns angesetzt, oder was?